Hi, ich bin's euer Stefan. Mit diesem Video beginne ich jetzt eine neue Reihe, beziehungsweise jetzt soll es richtig losgehen mit meinem Channel. Und zwar, wie mein Channel-Name sagt, Stefan Männlein, Ernährung ist Medizin. Ich will mehr wirklich in die fachliche Richtung gehen, aber nicht auch zu tief, sondern auch für euch besser angebracht, damit ihr einfach wisst, wie ihr euch am besten, am gesündesten ernährt und warum ihr überhaupt wie was essen müsst, wo welche Nährstoffe drin sind, welche Nährstoffe für was wichtig sind. Also mehr so ein bisschen oberflächlicher, nicht so ganz so tief. Wenn ihr möchtet, dass ich tiefer in die Materie reingehe, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ansonsten mache ich es halt einfach verbraucherfreundlich, dass der Verbraucher einfach weiß, warum er wie essen muss. Und wenn ihr weiterhin Vlogs von mir sehen möchtet, also wie ihr mich im Tag begleiten könnt und so weiter, dann guckt meinen anderen Channel, den verlinke ich euch hier oben. Da mache ich dann immer wieder Vlogs, wenn ich halt mal so Zeit habe. Aber dieser Channel hier bleibt der Hauptchannel und auf den konzentriere ich mich am meisten. Auf dem Vlog-Channel kommen eher wahrscheinlich ein bisschen seltenere Videos. Aber nun kommen wir zu dem eigentlichen Thema und zwar, warum Bewegung wichtig ist für die Gesundheit. Dazu steige ich jetzt in die Biologie ein und zwar, unser Körper hat ein Lymphgefäßsystem. Dieses Lymphgefäßsystem funktioniert wie eine Art Drainage. Wer Drainage nicht kennt, also eine Drainage ist dafür zuständig, überflüssiges Wasser, also wird beim Hausbau gerne verwendet, überflüssiges Wasser ableiten zu können, damit es irgendwo anders hinfließt. Unser Lymphgefäßsystem ist dafür zuständig, die überschüssige Flüssigkeit aus den Zellzwischenräumen abzutransportieren. Mit diesem Prozess werden gleichzeitig die Zwischenzellräume von Abfallstoffen und Krankheitserregern, also möglichen Krankheitserregern, befreit und abtransportiert. Das ist sozusagen wie die Müllabfuhr, die den Müll zur Müllhalde bringt. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum Bewegung so wichtig ist, und zwar, dieses Lymphgefäßsystem hat keinen eigenen Muskel. Es benötigt sozusagen eine externe Energiequelle, um arbeiten zu können. Und diese externe Energiequelle ist unsere Bewegung. Es wird also angetrieben von unserer Muskelkontraktion. Der Muskel kontraktiert eigentlich nur, wenn man sich bewegt. Es wird angetrieben durch Bewegung, also wenn sich die Gelenke bewegen. Wenn ich so mache, wird sozusagen das Lymphsystem in meinen Fingern, in meinen Händen aktiviert. Aber auch schon alleine, wenn wir atmen. Also bei der Atmung wird das Zwerchfell bewegt und auch dieses Zwerchfell treibt das Lymphgefäßsystem an. Das ist jetzt aber kein Freifahrtschein, dass ihr jetzt einfach nur mehr atmen müsst, sondern das ist ja dann wirklich nur ein minimaler Teil, der angetrieben wird, sondern bewegt euch einfach. Also das ist wirklich unheimlich wichtig, egal wie ihr euch ernährt. Also selbst wenn ihr auch euch zu 100% gesund ernährt, es entstehen immer irgendwie welche Stoffwechselrückstände oder so, dass eigentlich Gifte sind, genauso wie Krankheitserreger, mit denen man durch äußere Einflüsse in Kontakt kommt. Und lauter so Sachen. Also im Endeffekt lässt sich es nicht alleine durch zu 100% gesunde Ernährung vermeiden, Sport zu treiben oder sich zu bewegen. So, fassen wir nochmal kurz zusammen. Also Lymphgefäßsystem ist vielleicht auch zum Abnehmen, dass man trockener wird sozusagen, also dass die Muskeln besser rausgucken, wichtig, weil Wasser abtransportiert wird, Giftstoffe werden abtransportiert, wo man dann im Endeffekt sagen kann, das Lymphgefäßsystem ist für die Entgiftung zuständig, also das heißt im Endeffekt, wenn man sich bewegt, wenn man Sport treibt, entgiftet man automatisch dadurch seinen Körper, weil man das Lymphgefäßsystem antreibt. Wenn ihr jetzt aber in einem körperlichen Zustand seid, wo ihr euch nicht viel bewegen könnt, dann helfen sogar schon Trockenbürstenmassagen, also wo man wirklich die Haut extrem massiert mit einer Trockenbürste, das treibt auch schon den Lymphfluss an, oder für Leute, die halt sich wirklich wenig bewegen können, kaum laufen können, wenn auch Gewichtsprobleme haben zum Beispiel, da gibt es so Mini-Trampolins und es reicht wirklich schon total aus, wenn man sich hinsetzt, die Beine aufs Mini-Trampolin stellt und mit den Beinen schwingt. Schon alleine das hilft auch. Natürlich ist es nicht zu vergleichen mit dem, wenn man spazieren geht oder wenn man wirklich Sport macht, also wirklich den ganzen Körper sozusagen bewegt und so weiter. Also das kann man natürlich nicht vergleichen, aber es ist schon mal deutlich besser, als gar nichts zu machen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Damit zeigt ihr mir im Endeffekt, dass ich auf dem richtigen Weg bin, dass ich es richtig mache, dass ich es gut erklärt habe. Würde ich mich riesig drüber freuen. Ansonsten, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst, vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren. Und dann hoffe ich, ich sehe euch wieder beim nächsten Mal. Ciao, euer Stefan.